Ich möchte jetzt zwei weitere Gäste hier in unserem TV-Studio begrüßen. Ganz herzlich Frau Dr. Gesine Dörf, Internistin mit Schwerpunktbezeichnung Kardiologie und Angiologie und Chefärztin der Klinik für Innere Medizin am Alexianer St. Josephs Krankenhaus in Potsdam, also ganz bei mir um die Ecke. Sie ist auch Vorsitzende der DGA-Sektion Angiologische Rehabilitation und konservative Therapie. Und als weiteren Gesprächspartner Herrn Dr. Stefan Kress, Leiter des Diabeteszentrums Vincentius Klinik Krankenhaus Landau und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der DDG Diabetes, Sport und Bewegung. Beide sind Vorsitzende des gemeinsamen Symposiums Update Neue Leitlinie PAVK. Herzlich willkommen an Sie beide. Ich denke, das Ziel, was Sie sich gesetzt haben, ist es, die Betreuung der PAVK-Patienten so ein bisschen in den Fokus zu rücken, auch die Interdisziplinarität zu betonen. Und meine erste Frage an Sie, Herr Kress, Diabetes und PAVK, das wissen wir auch aus der Praxis, sind sehr häufig ja gemeinsam auftretende Komorbiditäten. Weshalb ist es aber gerade für uns in der Praxis so wichtig, wirklich beide im Blick zu haben? Es ist so, dass wir zwei Säulen für die Diabetes-Pathophysiologie haben. Das ist die Insulinresistenz und der hohe Zucker. Und gerade bei der PAVK schlagen beide Säulen zu. Das bedeutet aber auch, dass wir eine Aufmerksamkeit haben müssen für Leute, die eine Insulinresistenz haben und noch keinen Diabetes manifest, dass auch die schon an den Gefäßen krank werden können. Ich denke da an die verfettete Leber, die wir finden. Ich denke da an das metabolische Syndrom. Das ist hoch assoziiert mit einer Erkrankung der PAVK. Und man hat auch festgestellt, dass die schlechte Zuckereinstellung zu mehr Amputationen führt. In den Enhanced-Staaten hat man das sehen können. Und das deutet doch darauf hin, dass wir uns viel mehr anstrengen müssen, den HbA1c unter 7 zu bekommen. Und das ist natürlich auch gefordert in den Leitlinien. Und somit sage ich, wir wissen, die PAVK muss beachtet werden. Die ist im Gesundheitspass bei uns drin. Und wir müssen da ganz eng zusammenarbeiten, und um dem Patienten eben zu helfen und sie zu schützen. Wir müssen eng zusammenarbeiten. Wir müssen beides therapieren. Natürlich, liebe Frau Dörr, die modernen Therapien des Diabetes und der PAVK, wie ergänzen die sich? Erfreulicherweise wurden ja in den letzten Jahren die SGLT2-Inhibitoren und die GLP-1-Analoga eigentlich als Antidiabetikum entwickelt, und wir Kardiologen und Angiologen freuen uns riesig darüber, weil sie halt neben dieser Wirkung auch noch das kardiovaskuläre Risiko und die Mortalität tatsächlich senken, sodass sie auch zur Standardtherapie von Diabetikern mit diesen Erkrankungen natürlich gehören. Bei der Herzinsuffizienz ist es auf jeden Fall so, dass die SGLT2-Inhibitoren in die Standardleitlinie aufgenommen wurden, sodass wir von diesen beiden Antidiabetika sehr profitieren und auch an der Stelle wieder die Diabetologie und die Angiologie zusammenrücken. Das ist ein super Statement, dieses Zusammenrücken. Wir haben vorhin in einem vorigen Interview diesen wunderbaren Satz gehört, das sind zweieiige Zwillinge, diese beiden Fachgebiete. Ich denke, das macht es wunderbar bildhaft. Diabetes ist uns Hausärzten extrem bewusst. Wir kontrollieren HbA1c doch relativ hoffentlich regelmäßig. Mit der PAVK sieht das so ein bisschen anders aus. Also wir wissen schon, dass die PAVK als kleine Schwester der KHK gilt. Aber trotz allem wird sie, meiner Erfahrung, gerade in der Allgemeinmedizin doch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Lieber Kress, was können Sie meinen Fachkollegen so an die Hand geben, was sollte bei Diabetikern regelmäßig überprüft werden, jenseits des HbA1c? Ja, also wir haben da klare Vorstellung, dass wir die Fußpulse auf jeden Fall fordern, quartalsmäßig zu prüfen. Das Vibrationsempfinden, um die Neuropathie nachzuschauen, und auch, man muss die Schuhe ausziehen, um die Wunden zu entdecken. Und das ist auch die Endstrecke von uns beiden. Also letztendlich, dass wir beim diabetischen Fuß ganz eng unsere Berührungspunkte haben. Und das Entdecken von Fußulzera geht halt nur, wenn man wirklich die Schuhe auszieht. Das ist mühsam, aber trotzdem lohnend. Wir sehen dann auch
präformierte Ulcerationsläsionen wie Verhornungen oder Druckstellen und können schon im Vorfeld Menschen schützen. Wir wissen auch, dass der ABE, der ist ja nicht so schwer zu erfassen, wenn eine Praxis sowas hat, ist es ideal, diesen Quotienten zu machen, weil wir hier die PAVK rausfinden und dann noch die große Chance, PAVK ist für die KHK ein Indikator par excellence. Also wenn wir eine PAVK finden beim Patienten, müssen wir HAP8 sein, dass der nicht auch eine koronare Herzerkrankung hat und vielleicht da seinen Myokardinfarkt erleben muss, wenn wir das nicht rausfinden. Also regelmäßig schauen, gerade das Schauen ist gerade in Hausarztpraxen oftmals nicht so ganz häufig vertreten, wie wir uns das alle wünschen würden. Aber ich denke, der Tipp ist nochmal ganz, ganz wichtig oder die Bitte ist nochmal ganz wichtig. Frau Dörr, wie gilt heute ein Patient, der beides hat? Ja, also ein bekannter Diabetiker, ein Typ-2-Diabetiker, der hat eine PAVK. Wann gilt er heute als optimal oder wie gilt er heute als optimal therapiert? Also SGLT2-Hämmer, das war schon ein Stichwort, aber das ist ja nur ein Baustein. Die brauchen ja noch so ein bisschen mehr. Herr Kress hat es ja gerade anklingen lassen. Unsere PAVK-Patienten müssen wir als Höchstrisikopatienten für kardiovaskuläre Ereignisse sehen. Die PAVK-Patienten versterben in der Regel nicht an ihren Läsionen in den Beingefäßen, sondern tatsächlich am Herzinfarkt. Und das ist vielen PAVK-Patienten auch nicht bewusst. Und umso wichtiger ist es, dass wir diese Patienten durch ein optimales Risikofaktorenmanagement vor diesem Verlauf der Erkrankung schützen. Genau wie die Diabetiker, die ebenfalls in die höchste Risikoklasse eingruppiert werden, wenn sie denn eine GFR unter 30 oder Endorganschäden haben. In dem Punkt treffen sich beide Gruppen als Hochrisikogruppen. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass wir dieses Management komplett durchführen. Das heißt, für den PAVK-Patienten, er braucht einen Thrombozytenaggregationshemmer, typischerweise Aspirin, laut Datenlage gerne auch Clopidogrel und nach den neuesten Daten der Kompass-Studie gerne auch Aspirin und niedrig dosiertes Rivaroxaban mit 2x2,5. Diese Kombination senkt das kardiovaskuläre Risiko. Das ist für den lokalen Verlauf nicht bewiesen, aber kardiovaskuläres Risiko wird gesenkt. Man muss natürlich dabei auch das Blutungsrisiko individuell beachten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also nicht den Patienten unkritisch betrachten. Das zweite Medikament, was natürlich dazu gehört, wenn er denn einen hohen Blutdruck hat, ist die optimale Blutdruckeinstellung. Da ist gerade für den PAVK-Patienten der ACE-Hämmer ein sehr wertvolles Medikament, wo die Datenlage auch sehr, sehr gut ist. Das dritte und ich will nicht sagen das Wichtigste, aber das meist Unterschätzte ist die optimale LDL-Werteinstellung. Ja, das ist etwas, was wir tatsächlich im Alltag nicht so präsent haben, dass es um die Zielwerterreichung geht. Viele Patienten bekommen mittlerweile erfreulicherweise Statine, aber dass wir den Ziel-LDL-Wert von 55 Milligramm pro Deziliter bei unseren Hochrisikopatienten erreichen, ist nur in einem ganz minimalen Bruchteil unter 30% bei den KHK-Patienten und bei den PAVK-Patienten erst recht. Also ich denke, das sind ganz wichtige Punkte, die wir beachten müssen. Und dann, wie Herr Kress bereits auch ausgeführt hat, ist für unsere PAVK-Patienten eine optimale Blutzuckereinstellung wichtig, dass wir ihnen empfehlen, nicht zu rauchen und Lebensstil und alles, was dazugehört, ist natürlich selbstverständlich. Aber auch da brauchen wir noch andere Programme, wo wir vielleicht dann nochmal eingehen können. Viel Therapie, auch unsere Aufgabe, die Patienten dann in der Adhärenz zu halten, dauerhaft. Auch das ist eine wichtige Aufgabe so für die Allgemeinmedizin. Aber ich denke, Sie haben es wunderbar dargestellt. Es ist wichtig und es lohnt sich im Endeffekt auch. Herr Kress, ich würde Ihnen gerne mal eine Gewissensfrage stellen, so Hand aufs Herz. Glauben Sie, dass die Diabetologen, Diabetologinnen in Ihrem Umfeld so das Thema Gefäße ausreichend im Blick haben oder gibt es da noch Luft nach oben? Luft nach oben gibt es sicherlich, aber wir haben diese DMP-Programme und da ist der Fußpuls auf jeden Fall gefordert. Was man im Sinne der Qualität natürlich auch anmerken muss, es kommt bei diesen Untersuchungen immer darauf an, wer macht das, mit welcher Ausbildung und ist er tatsächlich dafür gut ausgebildet worden. Wir wissen, dass viele MFAs oder viele Praxishelfer diese Untersuchungen durchführen und da muss der Praxisinhaber einfach darauf achten, dass sie gut ausgebildet sind.
Ich denke, bei den Diabetesberaterinnen haben wir durch diesen straffen Ausbildungsgang schon die Idee, dass das gut gemacht wird. Aber in der Allgemeinpraxis kann ich mir vorstellen, dass nicht jede MFA die Fußpulse gut tasten kann. Und da ist halt die sichere Variante, auch diesen ABI mal zu machen. Also im Zweifel, wenn die Füße kalt sind, wenn wir dort auch Läsionen sehen, dann muss die weitere Diagnostik gemacht werden, also spätestens dann. Und ich denke, wir haben immer noch eine Verbesserungsmöglichkeit. Und ich meine aber schon, dass wir in Deutschland das schon gar nicht schlecht machen. Liebe Frau Dörr, Sie sind Vorsitzende der Sektion Angiologische Rehabilitation und muss ich natürlich auch noch eine Frage zur Rehabilitation stellen. Was wird für PAVK-Patienten da empfohlen und wie wird es umgesetzt in unserem Land? Das ist eine sehr wichtige Frage, weil man muss ganz klar sagen, dass in Deutschland die angiologische Rehabilitation tatsächlich völlig unterrepräsentiert ist. Wir haben total tolle Programme für Koronarpatienten, wir haben kardiologische Rehabilitation, wir haben Herzsportgruppen. Wir sind da voll im Blick, auch die Bevölkerung ist informiert. Für unsere PAVK-Patienten gab es da in der Vergangenheit tatsächlich wenig. Und wenn Sie bedenken, dass nur 0,16% aller Patienten in der Rehabilitation mit die Hauptdiagnose PAVK haben, dann können Sie sich auch vorstellen, dass das bisher nicht im Fokus der Kostenträger stand, dafür spezialisierte Programme zu entwickeln. Unsere Sektion hat sich gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Rehabilitation und Prävention dieses Thema ganz groß auf die Fahne geschrieben. Und wir haben mit Unterstützung, natürlich mit großer Unterstützung der Kollegen der DGA und dem Vorstand, ein Zertifikat entwickelt, welches Struktur- und Prozessvoraussetzungen für Rehabilitationskliniken definiert, die Gefäßpatienten behandeln. Weil unser PAVK-Patient ist halt kein Koronarpatient. Er braucht ein anderes Sportprogramm, er braucht einen anderen verhaltenstherapeutischen Ansatz, er braucht andere Schulungsprogramme und er hat natürlich auch zu seiner eigenen Erkrankung nicht sage ich mal, dieses Verhältnis wie ein Koronarpatient, der Lebensangst hatte, sondern für ihn waren es ja nur die Beine. Das heißt, wir müssen unsere Patienten schon sehr intensiv ansprechen, um auch die Compliance der medikamentösen Therapie, die ich gerade erwähnt habe, wirklich zu erhalten. Dafür, wie gesagt, um dafür Rehabilitationskliniken zu befähigen, haben wir dieses Zertifikat entwickelt. Wir haben auch schon eine Reha-Klinik dieses Jahr zertifiziert. Wir freuen uns sehr. Es ist ein ganz junges, ganz frisches Zertifikat. Die Klinik in Bad Gottleuba unter Chefarzt Altmann. Und ich habe jetzt schon wieder 6 neue Kliniken, die sich zertifizieren lassen wollen. Diese Kliniken zeichnen sich dadurch aus, dass sie im multiprofessionellen Team Gefäßspezialisten haben, nicht nur in der Sport- und Bewegungstherapie, sondern auch im ärztlichen Bereich. Und dafür haben wir ein Curriculum für Internisten in der Rehabilitation entwickelt, was dieses Jahr das erste Mal stattfindet. Dort können Internisten in der Rehabilitation Gefäßmedizin Kenntnisse erwerben, um dann auch die Patienten adäquat nach ihren Bedürfnissen zu behandeln. Das ist uns ein ganz großes Anliegen. Und dann darf es aber nach der Rehabilitation immer noch nicht aufhören, auch wenn wir dort 3 Wochen Zeit haben, die Patienten gut zu briefen. Dann brauchen wir natürlich auch Gefäßsportgruppen. Und da kommt der zweite große Knackpunkt. Wir haben in Deutschland 6.000 Koronarsportgruppen. Und die Gefäßsportgruppen halten sich locker im dreistelligen Bereich, wenn überhaupt, und regional sehr, sehr unterschiedlich. Da hat die Deutsche Gesellschaft für Angiologie auch sehr große Anstrengungen unternommen und wir haben auch ein Curriculum für die Gefäßtrainerausbildung entwickelt über 15 Stunden, was absolviert werden kann von jedem Sporttherapeuten, Rehabilitationstherapeuten, der sich damit auseinandersetzen möchte. Und ich kann Sie nur auffordern, wenn Sie in Ihrer Nähe Interesse haben, eine Gefäßsportgruppe zu gründen. Es gibt auf der Homepage der DGA einen Gründungsleitfaden, also ein Kochrezept von: Was brauche ich? Wie geht es weiter? Was kann ich tun? Treten Sie an die Kollegen der Vereine heran. Fragen Sie Ihre Angiologen in der Nähe. Wir würden uns sehr freuen, denn unsere Diabetespatienten und PAVK-Patienten haben das gleiche Risiko und wir wollen sie bestmöglich therapieren. Ganz, ganz lieben Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit und dass Sie viele interessierte Kollegen und Kolleginnen dafür finden. Und ich wünsche Ihnen natürlich auch heute noch einen schönen, interessanten Kongressverlauf. Vielen Dank. Dankeschön.